Wir sprechen heute als erstes über den Roman Victory City von Salman Rushdie. Der wurde am 12. August letzten Jahres Opfer einer Messerattacke, an deren Nachwirkungen er bis heute laboriert. Er wird wahrscheinlich doch ein Auge verlieren, ein Arm ist in Mitleidenschaft gezogen. Vor allem aber ist seine Arbeitsfähigkeit in Mitleidenschaft gezogen. Bevor er dieses Attentat erleiden musste, hat er ein Manuskript, ein Romanmanuskript fertiggestellt. Aber ich möchte eingangs als erstes fragen, Insa Wilke, wie haben Sie dieses Attentat eigentlich erlebt und welche Bedeutung messen Sie ihm zu, auch vor dem Hintergrund der Frauenproteste gegen das Mullah-Regime im heutigen Iran? Oh, schwierige Frage. Wie habe ich es erlebt? Eigentlich so, wie, glaube ich, viele. Er ja auch selber, so hat er es in Interviews gesagt, dass ich damit nicht mehr gerechnet habe, dass so etwas passiert. Weil man, also ich kann das eigentlich nicht richtig interpretieren. Also man kann natürlich sagen, es zeigt, dass nach wie vor die Politik, die Rede, die aus dem Iran kommt, eine Wirkung hat, auch eben in der Bevölkerung untergründig weiterwirkt. Oder man könnte sagen, es ist eine Einzeltat, was aber ja immer in diesen terroristischen Attentaten schwierig ist, weil es immer ein System, ob das nun NSU ist, ob es dieses Attentat ist, es gibt immer ein System dahinter, es gibt immer einen Untergrund, der eben möglich macht, dass Hemmschwellen runtergehen, dass so etwas passieren kann, dass es Einzeltäter gibt, die sich aufgerufen fühlen und es nicht irgendwie eine moralische Grenze gibt, die das verhindert. Also insofern würde ich sagen, es ist ein Irrtum gewesen, dass sich da irgendetwas verändert hat oder beruhigt hat. Und ich weiß nur, dass ich entsetzt war, weil ich dachte, diese Zeiten sind vorbei. Fast 35 Jahre sind vergangen, seit Ayatollah Khamenei diese unzählige Fatwa 1989 erlassen hat. Seither musste der japanische Übersetzer mit seinem Leben für die satanischen Verse bezahlen, für die Übersetzung ins Japanische. Der norwegische Verleger wurde schwer verletzt, ebenso der italienische Übersetzer. Als Übersetzerin, Lea Schneider, wie reagieren Sie auf dieses Attentat? Welche Bedeutung hat es für die Freiheit des Wortes? Ich glaube, für mich stellt sich diese vielleicht auch mal ein bisschen anders, weil ich ja aus dem Chinesischen übersetze, also aus einer Sprache, die durchaus auch nicht frei ist von Verfolgungszwängen, von Zensur, von Einschränkungen und sich mir das auch im übersetzerischen Arbeiten immer wieder stellt. Also die Frage, wie ich umgehe damit, dass ich gegebenenfalls auch, wenn ich zum Beispiel chinesische Autorinnen nach Deutschland einlade, bestimmte Fragen auf der Bühne stelle, weiß, im Publikum sind Leute, die mithören, inwiefern ich diese Autorinnen vielleicht auch gefährde, wenn sie dann zurückgehen nach China. Das hat sich sehr verändert in den letzten 5 Jahren und deswegen dockt es für mich so ein bisschen an diesem unerwarteten Attentat auf Rushdie, weil auch in China eben die letzten 5, 6 Jahre, also seit Xi Jinping Präsident geworden sind, gekennzeichnet sind von einem unfassbaren Rollback, den ich persönlich und ich glaube auch viele andere nicht so haben kommen sehen. Und ich bin tatsächlich ja ein bisschen hilflos, muss ich wirklich sagen, in der Beantwortung, weil ich habe keine gute Antwort auf die Frage, wie man mit diesem Rollback gerade auch so was Zensur, was die Bedrohung von Übersetzern, von Autoren angeht, umgehen kann. Umgekehrt würde ich aber auch sagen, was ich schon faszinierend finde, ist ja doch, welche Bedeutung Literatur zugeschrieben wird, wenn Autoren, Übersetzer, Verleger in dieser Form gefährdet sind. Und das ist natürlich nicht schön für die betroffenen Personen, aber auf einer Metaebene finde ich es schon faszinierend, dass das geschriebene Wort in der Lage ist, als so bedrohlich wahrgenommen zu werden, dass man das Gefühl hat, man muss hingehen und den Autor töten. Ich verstehe nicht ganz, warum Sie diese Frage als so schwierig definieren, weil für mich ist das eine ganz klare Ja-Nein-Entscheidung, eine binäre Entscheidung. Natürlich bin ich für die Freiheit des Wortes, natürlich bin ich dafür, dass wir um diese Freiheit kämpfen müssen. Itshomar Mangold, ist es nicht vielleicht doch eine, nach 70 Jahren Frieden im Westen eine Selbsteinlullung gewesen, dass wir glaubten, diese Freiheit des Wortes in westlichen Gesellschaften wäre jetzt auf die globale Welt zu übertragen und überall eine Selbstverständlichkeit? Müssen wir da nicht doch etwas energischer darum kämpfen? Ich würde das versuchen, unter zwei verschiedenen Aspekten zu beantworten. Das eine ist, Rushdies Freiheit des Wortes
war für den Westen immer eine Zumutung und man kann nicht sagen, dass er besonders bravourös darauf reagiert hat. Tatsächlich, wir haben das vergessen, weil es so lange zurückliegt, waren tief hinein quasi in die öffentlich-intellektuellen Stellungnahmen sehr viel Genervtheit im Westen zu vernehmen, weil der Salman Rushdie uns etwas zumutete, was wir lieber uns vom Hals geschafft hätten. Es wäre uns lieber gewesen, er hätte sein Werk widerrufen. So war die erste Reaktion in England. Was muss er diese Moslems auch provozieren? Genau. Selber schuld, John Le Carré hat diese Position immer vertreten. Genau. Und da muss man auch einmal ein hohes Lied auf Günter Grass anstimmen, der zu den wenigen gehörte, der immer glasklar in dieser Angelegenheit, in dieser Frage war und sich immer solidarisch zu Salman Rushdie bekannt hat. Dann aber auch natürlich für Rushdie selber biografisch, das erzählt er. Es gibt gerade vor 3 Monaten gab es ein tolles Interview, das David Remnick vom New Yorker mit ihm geführt hat. Und er erzählt er natürlich, dass es so Anekdoten, die sein Leben immer begleiteten. Da ist er in den Hamptons in einem schicken Restaurant, dann kommt irgendeine Berühmtheit, Schauspieler oder sowas von einem Nachbartisch zu ihm und sagt, ah, Herr Rushdie, aber irgendwie, wenn Sie jetzt hier sind, wird das für uns alle jetzt gerade sehr ungemütlich. Und dann sagt Rushdie, mag sein, dass es für Sie ungemütlich wird, ich esse aber mein Steak weiter. Also er lebte schon in diesem Bewusstsein, dass die Fatwa nicht abgeblasen war und offensichtlich hat auch sein Umfeld, auch die Leute, die ihn nicht kannten, aber wie in diesem Beispiel, ein Bewusstsein dafür gehabt und man dachte sich manchmal, es wäre doch bequemer, alles gäbe es ihn nicht. Die Freiheit des Wortes zu verteidigen, na selbstverständlich, ich glaube das Wort zum Glück, denn daher kommt dann vielleicht doch die Bedeutung der Literatur. Das Wort ist immer auch eine Provokation und eine Herausforderung und nicht leicht hinzunehmen, wenn es frei ist. Rushdie selber hat ja in den letzten Jahren sich auch öfter zu den ganzen Fragen um politische Korrektheit und Sprachzensur, die wir nun von einer ganz anderen Seite, nicht von einer religiös-fundamentalistischen, sondern eher aus dem Gefühl heraus, die Sprache, in der wir leben, die hat so viele schlechte, böse Erbteile mit sich, von denen müssen wir uns befreien. Viele Wörter dürfen nicht mehr verwendet werden, sollen nicht mehr verwendet werden. Und da hat er auch immer gesagt, das gefällt ihm genauso wenig. Er möchte tatsächlich eine Freiheit des Wortes, die in jeder Hinsicht anecken kann, provozieren kann und möchte keine Sprachpolizei. Victory City, der aktuelle Roman, Ijoma Mangold stellt ihn vor. Ja, ich stelle ihn gerne vor. Ich glaube, man kann sagen, Salman Rushdie hat immer so 2 verschiedene Schreibgenres, wenn man so möchte. Den in der Gegenwart spielenden Gesellschaftsroman und den quasi als postmoderner Autor, der er ist, der zurückgreift auf mythische, vorgeschichtliche oder halbgeschichtliche Erzähltraditionen, die mit seinem Herkunftsland Indien zu tun haben. Und das war schon bei den satanischen Versen der Fall und das ist jetzt auch hier bei Victory City wieder der Fall. Wir kehren zurück ins 14. Jahrhundert. Es gibt eine verlorene Schlacht, wo die Männer im Krieg fallen und die Frauen beschließen Folgen einer alten Tradition und gehen ins Feuer, lassen sich als Witwen verbrennen. Und die Hauptfigur dieses Romans, sie heißt Pampa Campagna, ist zu dem Zeitpunkt ein junges 9-jähriges Mädchen und sie sieht, wie ihre Mutter ins Feuer geht und mit den anderen Frauen verbrennt. Sie hat gewissermaßen den Geruch des Menschenfleisches in der Nase, im Gedächtnis als traumatisierende Erfahrung und schwört sich, das soll anders werden. Hier soll was Neues entstehen, eine Welt, die in der nicht Frauen sich opfern, nur weil die Männer im Krieg gefallen sind. Und jetzt wird es quasi ein schön postmodernes Spiel zwischen Mythenerfindung, halber Historie, ausgedachte Geschichte. Eine Göttin verleiht dieser Pampa Campagna eine Fähigkeit, nämlich aus Samen neue Menschen erwachsen zu lassen. Das ist quasi ein Menschheitswerdungsmythos. Und nun macht aber Pampa Campagna die interessante Erfahrung, dass es nicht reicht, dass aus Samen Menschen werden. Menschen brauchen, damit sie vollwertige Geschöpfe, echte, reiche Persönlichkeiten sind, die brauchen eine Vorgeschichte, sie brauchen eine Erinnerung, sie brauchen Geschichten. Und sie übernimmt nun selber diese Aufgabe. Und das ist natürlich dann wiederum die Aufgabe des Dichters als Geschichtenerzähler. Sie flüstert den von ihnen geschaffenen Geschöpfen ihre Erinnerungen, ihre Vorgeschichten ins Gedächtnis und entlässt sie dann
auch da könnte man dann ganz theologisch argumentieren, lässt sie ab diesem Zeitpunkt dann in die Freiheit. Ab da sind sie frei, mit ihren eigenen Erinnerungen eigene Entscheidungen zu fällen und eine eigene Gesellschaft aufzubauen. Und von dieser Gesellschaft, von diesem Reich, das ursprünglich auf zwei Brüder zurückgeht. Das sind fünf Brüder, drei sind Ganoven, Banditen, die zu einem Akt der Staatsgründung nicht in der Lage sind. Diese zwei etwas geschmeidigeren gründen den Staat. Und dann erzählt. Das sind Hirten, und zwar Wiedergänger von Romulus und Remus. Ja. Genau. Wie kommt man aus dem Einfachen zur Staatsbildung? Wie findet Zivilisation statt? All diese Fragen spielt Rushdie durch. Natürlich auch die religionspolitischen Fragen, denn das Ganze ist natürlich in Indien lokalisiert. Und da gibt es den Hinduismus und es gibt den Islam. Das wird nicht immer direkt so benannt, aber umschrieben. Weshalb der ganze Roman auch die Frage ist, wie viel Polytheismus brauchen wir? Und Polytheismus ist, glaube ich, für Salman Rushdie schon auch immer diese Vorstellung, es soll nicht nur einen Gott geben, wir müssen viele Geschichten erzählen können. Und wir brauchen nicht nur viele Götter, wir brauchen auch sexuelle Diversität und so weiter. Insa Wilke, ich habe Ihnen vorhin das Wort abgeschnitten. Die Kunst besteht jetzt darin, Ihre Äußerung zum Roman zu verquicken mit dem, was Sie vorher sagen. Eine Steilvorlage. Ich spare mir alles, was ich zu dem Buch sagen wollte und steige gleich da ein, nämlich bei dem Satz, der mich gestört hat. Worte sind die einzigen Sieger. So endet dieser Roman und er wird in den Rezensionen gefeiert als ein großes Plädoyer für die Freiheit des Wortes, für das große Lied auf die Literatur. Und ich habe gedacht, erstens finde ich den Satz naiv, gerade von einer Person, die gerade wegen der Worte ein Attentat erlebt hat. Zweitens finde ich ihn problematisch, weil es eben die Siegermentalität fortschreibt. Und das ist etwas, was entgegensteht gegen den Geist des Buches, der dann eben auch in den Rezensionen beschwört wird. Eine tolerante Gesellschaft, ein Miteinander der Religion. Wenn man aber sagt, Worte sind Sieger, dann bleiben wir beim Kampfgeist. Und das ist ähnlich unterkomplex. Und darum würde ich schon sagen, die Frage nach der Freiheit des Wortes und wie man dafür kämpft, ist eine schwierige, weil, wie Sie beide gerade vorgeführt haben, vieles, was zwar miteinander zu tun hat, aber außerordentlich wichtig, differenziert zu betrachten ist, vermischt wird. Und dann ist man bei diesen Schlagworten und dann ist man bei einem solchen Satz wie Worte sind die einzigen Sieger. Das schwächt das Buch enorm. Aber ich glaube, das ist keine gute Interpretation, weil sie tun so, als wären Worte Kampfbegriffe. Und wenn man sagt, Kampfbegriffe sind Sieger, ja, dann haben wir natürlich so eine Aufteilung nach Freund und Feind. Aber die Worte, auf die dieser Roman rekurriert und das die Worte sind, die der Pampa Campagna enteilen, das sind Worte der Vieldeutigkeit, der Mehrdeutigkeit, aus der sich sehr viele unterschiedliche Geschichten entfalten. Und wenn diese Worte am Ende siegen, dann bleibt die Vieldeutigkeit übrig. Die gute Pampa hat das Volk manipuliert, so kann man das nämlich auch sagen. Und die Drehung, die ich bei dem Roman machen würde, ist, das unterstelle ich jetzt mal Rushdie in guter Absicht, so habe ich den Roman für mich gerettet, dass es nicht um das Plädoyer für die Literatur geht, sondern dass er uns eigentlich die Naivität vorführt, bei diesem Gedanken daran. Also halten wir, Lea Schneider, noch mal ganz kurz fest. Wir lesen ja hier einen Roman, der eine bestimmte Erzählkonstruktion hat. Denn die Worte, die da den Sieg davontragen, die werden ja erstmal in eine tönerne Amphore gepackt, sind Jahrhunderte verschüttet und vergessen. 2777 Verse auf Sanskrit, schreibt Campagna, bis dann der Autor, der namenlos bleibt, aus diesem Sanskrit-Vers-Epos einen Roman schmiedet, der uns heute erreicht. Wie fanden Sie denn diese Konstruktion und wie positionieren Sie sich in dem Dissens zwischen Insa Wilke und Ijoamah Mangold? Also ich fand diese Herausgeberfiktion, das ist ja eigentlich so ein ganz klassischer Move, die fand ich erstmal spannend. Ich finde, die funktioniert auch gut für dieses Buch. Ich hatte insgesamt beim Lesen so ein bisschen das Gefühl, hier lese ich ein Spätwerk. Also das ist so, ich habe nicht alle Bücher von Rushdie gelesen, aber es ist schon ein bisschen auch das Gefühl, er führt noch mal vor, was er so fantastisch kann. Es liest sich zum Teil sehr märchenhaft, er hat diese ganzen postmodernen Kniffe drauf. Er fing an mit Grimes als Fantasy-Autor, das muss man sagen. Genau, und das ist ja hier auch so. Also wir haben einen historischen Stoff, der real ist. Es gab dieses Königreich, es gab diese Kriege, es gibt alle Figuren, fast alle Figuren, die Hauptfigur wahrscheinlich nicht, die auftreten, waren real existierende Könige, Königinnen. Auch die Hauptfigur ist so vage basiert auf einer realen Prinzessin, die es wohl gab, die aber natürlich nicht für die Hauptfigur 250 Jahre alt geworden ist, ungefähr. Ich habe das genauer. 247. 247, vielen Dank. Genau.
Aber nichtsdestotrotz gibt es auch für sie eine reale Vorlage. Das mischt sich dann mit ganz vielen Momenten von magischem Realismus, von fantastischen Elementen, von auch so Anleihen aus indischen Märchen, soweit ich das überblicken kann. Und das habe ich erstmal alles gerne und mit Freude gelesen. Aber es war auch ein bisschen bei mir das Gefühl, ja, jetzt ist es ein Stück weit ist es irgendwie auch wie so eine Pastiche aus allen vorherigen Büchern vielleicht. Also da möchte ich ein, also ich habe mich amüsiert wie Bolle, kann ich anders nicht anders sagen. Das ist eine historische Achterbahnfahrt. Jetzt kenne ich mich in der südindischen Geschichte des 14. bis 16. Jahrhunderts nicht so gut aus, dass ich nur mit Ennui gedrängt abwinken kann und sagen, das weiß ich alles schon, sondern ich habe eine Menge Neues daraus erfahren. Das ist ja auch so die Geschichte im Grunde der wechselhaften, der reziproken Beziehungen zwischen Reaktion und Fortschritt, zwischen zivilisatorischem Fortschritt, die eben dann immer wieder die Gegenkräfte auf den Plan rufen. Und es ist natürlich ein großes Plädoyer dafür, dass wir kampfbereit, ich bleibe dabei, für unsere bürgerlichen Rechte bleiben müssen, wenn er da auch ein bisschen die Zeiten vermengt und zum Beispiel jemand Flugblätter verteilen lässt, in einer sehr, sehr zeitgenössischen Reaktion, Flugblätter, auf denen nichts steht gegen ein repressives System, weil was da draufstehen sollte, sei ja eh klar, sagt der Demonstrant. Und das kann man natürlich an einigen Staaten in dieser Welt heute auch erleben. Also stark war das für mich an den Stellen, wo es sich wie so eine Allegorie liest, auch auf historische Ereignisse, die viel später kommen als die, die hier geschildert werden. Also es gibt so eine ganz bemerkenswerte Stelle, die man nur als Kommentar auf den Kolonialismus eigentlich lesen kann, wo so unangenehme Affen auftauchen in einer Szene im Wald. In einem Zauberwald. In einem Zauberwald. Ja. Rosa Und dann Affen. Tauchen eben so rosa Affen auf, die anfangen da wirklich gewaltsamst alle anderen Tiere zu unterdrücken und diesen Wald auszurauben. Und natürlich ist das ein Kommentar auf europäischen Kolonialismus in Indien. Und es gibt so einige Stellen, auch die die Partition, also die Teilung von Indien und Pakistan, die ganzen Gräueltaten, die damit einhergehen, werden auch allegorisch aufgegriffen. Da fand ich, hat es gut funktioniert für mich. Wo ich so ein bisschen ratlos war, waren die ganzen Stellen, wo ich das Gefühl hatte, da versucht er so, ich kann es nicht anders nennen, irgendwie Modernisierung vorzunehmen. Also das Buch hat ja ganz viele starke Frauenfiguren auch. Das Buch hat homosexuelle Beziehungen, das Buch verhandelt auch sexuelle Identität manchmal. Und ich hatte aber das Gefühl, an den ganzen Stellen, wo das vorkommt, bleibt es so, es wirkt ein bisschen aufgesetzt irgendwie. Also zum Beispiel die ganzen tollen Frauenfiguren, die dann so stark sind, müssen alle auch wunderschön sein. Das ist dann irgendwie notwendig, damit die gefeiert werden können als Heldin. Und es gibt so Ungereimtheiten. Also die ganze Zeit wird beschrieben, dass Frauen gleichberechtigt sind und Berufen nachgehen können und so weiter. Wie gesagt, homosexuelle Beziehungen und so weiter. Und dann sind aber alle am Hof wahnsinnig irritiert, als eine Prinzessin sich die Haare kurz schneidet. Also ich bin da so ein bisschen gestolpert und deswegen bin ich vorsichtig dabei, dieses Buch als Kommentar auf eine politische Gegenwart zu lesen. Wobei einer ist, glaube ich, schon drin. Da war tatsächlich das Pressematerial hilfreich, das der Verlag mitgeschickt hat. Ich war ja neulich bei den Nachrichten irritiert, als unser Bundeskanzler neben Narendra Modi stand und sagte in der Pressekonferenz freudestrahlend, wir teilen dieselben Werte. Nun weiß man, dass dieser Modi ein Nationalist ist, verantwortlich ist für Massaker an den Muslimen im Land und auch ein Anheizer dieses Konfliktes. Und in dem Pressematerial stand, dass Rushdie mit diesem Roman eine Gegenrede gegen einen anderen wichtigen Autor geschrieben hat, nämlich Naipaul, den Literaturnobelpreisträger, der schon mal über dieses Reich, ich glaube nicht in Romanform, sondern in einem Reisebericht und immer wieder in Interviews darauf Bezug genommen hat und eben es als die Wunde der indischen Geschichte beschrieben hat, dass die Muslime dieses Reich zerstört haben. Was ja in diesem Roman auch vorkommt, allerdings mit einem Kniff, der das Ganze dreht. Und das finde ich einen anderen politischen Aspekt, der durchaus, glaube ich, schon auf die Gegenwart Bezug nimmt hier im Roman. Diese Sache mit den schönen Frauen liegt vielleicht auch daran, dass Rushdie ja immer die Erzählformen mischt. Also das würde ich sagen, ist ein Märchenelement. Mhm. Und das mischt sich dann eben mit Kommentaren der Gegenwart und mit realistischen Einsprengseln und so. So würde ich das verorten. Also er macht ja auch genügend Anleihen beim Actionfilm chinesischer Prägung. Das hat mir sehr gefallen. Ja, das habe ich natürlich auch sehr gewohnt. Und also dieses
Genre-Blending, man kann auch von Genre-Fucking quasi in diesem Roman reden. Das macht er doch, glaube ich, sehr souverän. Also ich glaube, man kann sich schlechter amüsieren mit diesem sehr schönen, sehr vielschichtigen Roman Victory City, den Bernhard Robben für den Penguin Verlag ins Deutsche gebracht hat.